So, dann sind wir hier. Sprich mit dem Detektiv Harvey Bullock. Hey, Harvey Bullock, was geht? Hab gehört, du Toll, hast was. noch so ein Kostümfreak. Genau, was Gotham gefehlt hat. Hör mal, hier sind Ärzte, die Gegenmittel verteilen. Gefahrgutbeseitigungstrupps, die ihre Luftreiniger vorbereiten. Und wir stecken bis zu unserem Allerwertesten im Scarecrow-Dreck. Also steh hier nicht rum, sondern tu was oder hau ab. Was für eine freundliche Persönlichkeit du hast. Miss Single, hä? Mann, 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 Mann. Naja, als Held muss man sich ja auch einiges gefallen lassen. So, also müssen wir jetzt wieder Ganoven besiegen von Scarecrow. Jetzt sind es 20. Hilf den Gefahrengut, Beseitigungstrupps, die Luftreiniger auf den Dächern Also dann zum bereiten wir Laufen die zu bringen. Spritzen für neue Patienten vor. Verbreite. Nee, verabreiche Oh, Gegenmittel an du bist hier, um zu Zivilisten. helfen. Okay. Du musst Scarecrows Männer in Schach Ich bin halten, dran. Während ich das Gegenmittel habe. So, du Ganove, ich werde dich kleinschnitzeln. 1199, brauchen Unterstützung. 1199, demnächst bei ihrem kleinen Fachmarkt für Lebensmittel. So, den ersten Ganoven haben wir schon mal erlegt. Da war es nur noch 19. 19 kleine Ganoven, die wollten in den Dreck. Die leisteten noch Widerstand, aber das macht keinen Zweck. Was ist los? Du kleiner Pimp hier, vergiftete mich zu schnell. Aber dank meiner schönen Fähigkeit halte ich mich eben... Hell. Naja. So, dann schnitzeln wir dich auch mal. Müssen wir ja. Danke, mein Freund, für deine Hilfe. Dimurai. Sorry, falls ich den Namen oder Nick falsch ausgesprochen habe. Oh, ich will dem halt. Wir brauchen jemanden. Wir müssen einer großen Zahl von Patienten helfen. Und Sicherungsschläger stören unsere Behandlung. Oh, ich habe den bitten Worten dieses Doktors gelauscht. Aber warum kriege ich hier Fritz? Nee, das macht keinen Sinn. Ich hätte Forschungsergebnisse erwartet. Ah, hier ist wieder so ein. Hier spricht die Sicherheit. So, helfen wir dir. Auf mit dir. Hey. Ach so. War hier nicht gerade ein Kompadel? Also im Sinne eines weiteren Superhelden. Nur mich stört's gerade, wenn hier drei sind und ich alleine bin. Du kleiner Ganovensicht. Aber ich bin jetzt... Ah, Menno. Drei gegen einen ist unfair. Aber warum ist dieser Bullock denn so gegen uns? Wir helfen ihm doch im Grunde. Und so sehr kostümiert sind wir. Also ich meine, die anderen ja, aber... Also so wir sind das ja nicht so. Also ich meine jetzt nicht so extrem. Und er sollte mal ein bisschen Respekt zeigen. Wir können fliegen, wir sind stärker wie der wahrscheinlich. Naja, was soll's. Fliegen wir wieder hin zur guten Tat, nachdem wir draufgegangen sind. Lauft! Oder sagen wir mal einfach in die Knie gegangen. Es hört sich heldenhaft an. Wir sind in die Knie gegangen. Greife Feind an. Ja. Überwältigung. Was auch. Ziel ach so, das sind die Bionics. Protokoll Alpha eingeführt. Führe direkt mal Protokoll Beta aus. Beta wie bekloppter Bürokrat. Oder Lepsi Plan L wie lass und es sein. Es stört. Hab eh keine Chance. So. Weiter geht's. Ich habe auch ein Ziel anvisiert. Kreisschicher. Kreischer. Ich bin dran. Huch, was Protokoll wissen? Alpha eingeleitet. Ey, mit euch habe ich doch gar nichts zu tun. Leute, Robert hat's. Also ich glaube, Bionic hat dem immer noch keinen Software-Update verabreicht. Ah, da hinten ist wieder was. Fliegen wir mal hier hin. Was ist denn hier schön? Oh, hier ist wieder was. Ich seh's. Ey, jetzt ist aber hier gut. Ich hab was gegen dich, du Schleimbotzen hier.
Danke, Scrack, für deine Hilfe. So, was ist denn das jetzt hier? Hey, was ist hier? Ich hab hier was verloren. Was ist das denn? Experiment 7-9. Wie Ichabod, der vor dem kopflosen Reiter flieht, wird mittelbares Denken durch Hysterie ersetzt. Okay, das klang jetzt etwas sehr konfus. Ein Ichabod. Naja. Tu mir nicht weh. Dem Doc hier wurde schon geholfen. Schade. Falscher. Gewalt ist mir zuwider. Gewalt ist dir zuwider, aber dafür gehst du nieder. Und dir werde ich helfen. Ja, ist ja alles gut. Was ist los? Angst? Nein, ein abkratzender Ton, muss ich gerade sagen. Ich habe gerade so einen kleinen Soundabsturz. Erst gebaut um den Vergifter und dann ist der nächste Lümmel da dran. Ach Mann, noch nicht jetzt so. Schreier, du wirst gleich noch viel mehr schreien. Denn wir sind ein Held, nicht in Ausbildung wie manch anderer. Nein, wir sind schon vorangeschrittener Profi. Wir könnten auch als Nebenjob mal als Metzger durchgehen. Das könnten wir schön in unserem Lebenslauf als Superheld reintragen. Hobby-Schnitzelklopfer mit weißem Trenchcoat. Ah, hier. Hallo, Doktor. Ich bin froh, dass du da bist. Danke. Halte Scarecrows Männer auf. Klar. Endlich die Patienten behandeln. Endlich weiß mich jemand, der würdig ist. Ich bin getroffen. Du bist nicht nur getroffen, du bist gleich betroffen, denn dein Freund geht drauf. Wow. Lass mich halten, du wirst gleich fallen. Ja, das war jetzt irgendwie vorherzusehen. So. Warte, ich muss das dokumentieren. Tu mir nicht weh. Ja, dann schnapp dir mal deinen bürokratischen Schnibbel und schreib das hin. Es wirkt schon etwas eigen. Also die Leute kommen irgendwo her und fallen dann hier um. Soll darstellen. Ah, du Leiner. Ist nicht sicher. Ja, dann verpfeift die doch hier. Ich weiß eh nicht, warum die Stadt hier so unsicher ist. So, natürlich weiß ich das, weil Bionic hier alles... Bist du eins von den Angriffsoffen? Ja, ich bin eins. Also brauchst du mich nicht angreifen. Achso. Hey, du hast was vergessen! Aua! Das tat weh. Ja, was soll's? Hier haben wir noch einen Doc. Hallo, Doc! Ich bin froh, dass du da bist. Halte Scarecrows Männer auf und hilf die Patienten zu behandeln. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Ich mache doch nichts anderes hier. Ich bin ein Held in Spee. Schnibbel, Schnapp, Schniedel ab oder so. Jetzt betäubt er mich. Und ein blödes Gerät da macht ganz schön böse Geräusche auf meinen Öhrchen. Warum habe ich denn jetzt nur so wenig Leben? So, dann pieseln wir uns mal. So. Nein! Ich spiele nämlich mit Kopfhörern und das Geräusch von dieser Säurekanone ist ziemlich störend und unangenehm. Das ist nämlich wie so ein Rauschen im Fernsehen. Wenn ihr mal eine Antennekabel oder sonst was habt, dieses Rauschen. Oder wie im Radio. Boah. Das ist nicht schön. So. Kümmern wir uns hier weiter nach dem... Boah, schon wieder diese Säure. Ach, verdammt. Ah. Tu mir nicht weh. Ich tu dir weh, denn du tust mir in meinem Ohr weh. Neue Patienten müssen so schnell wie möglich injiziert werden. Ja, da haben Gott sei Dank, dass du da bist. Wir brauchen Hilfe, um das Gegengift alles zu verabreichen. Da ich doch neue Gegner, neue Heilmittel injizieren in den Opfer und so. So, Schnitzel, Schnappel, Schnappel, Schnappel. Zack, 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 zack.
So, sammeln wir hier auch noch ein bisschen mehr Moneten. Ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf. Ich hab viel zu lange gewartet, um hier reinzukommen. Hör ich doch jetzt nicht so einfach auf. So. Diese Stadt ist nicht sicher. Ah, Dreck 2, das trifft sich doch gut. Doppelt so gut Heldentat. Jetzt lass uns... Die Verstärkung? Na endlich. Tu mir nicht weh. Ich tu dir doppelt weh, weil du hast mich nämlich gerade vom Heilen abgehalten. Zwei Seiten, das finde ich uneffizient, untoll. Wo wir wieder bei Unworten sind. Das finde ich gerade irgendwie eigenartig. Ich habe ein halbes Leben und da kriege ich plötzlich zwei, drei Schüsse ab und dann ist mein Leben weg. So, gehen wir uns mal kurz hier in Schutz. Finde ich eigenartig. Finde ich sehr eigenartig. Aber was soll's? Unser Leben regeneriert sich. Aber ich warte noch mal ein Sekündchen länger. Dann rupfen wir mal das Hühnchen, was wir mit dem da gemacht haben. Nein, dann rupfen wir mal das Hühnchen. Was ist das? Mit mir ist nichts los. Mit dir ist jetzt noch viel weniger los als mit mir schon nicht. Ach, jetzt mach hör auf mit deiner blöden, bekloppten Säure hier. Insofern das Säure ist, der Schlag ging ein paar... Der ging nur ein paar Meter daneben, als ich ihn halb so will. So. Oh, oh, ja, oh. Das kann ich auch. So, dann schnitzeln wir dich mal kurz und klein. Süß und fein mit dem Pony rein. Wo ist der Doktor? Oh gut, du bist hier, um zu helfen. Du musst Scarecrows Männer in Schach. Hier spricht die Polizei. Während ich das Sie sind besuchte. Verhaftet. Achso, ich habe hier einen Take bekommen. Ah, was soll's. So, hilft dem Kapan gut. Ich will dich heilen, ich will dich heilen, ich will dich heilen, ich will dich heilen. Warte, ich muss das dokumentieren. Wofür denn? Damit wieder eine weitere Statistik für Nonsens erstellt wird. Das erstellt würde, dass zwei Leute an... Zwei Leute nötig sind, um irgendwie eine Heilung zu verursachen oder was. So, wir müssen nur einen heilen. Dann haben wir das hier auch schon mal erledigt. So, heilen. Hör mal, du. Wie ist er? Wie ist es das in mir? Tu mir nicht weh. Nein! Komm her und erfahre etwas über den Tresor. Den Raum, in dem willkürlich Beute verteilt.